Und dann am Anfang dachten wir alle irgendwie so ironisch, witzig und sowas. Am Ende haben alle gekauft. Jeder hat gekauft. Ich habe drei Sachen gekauft. Ich ist das dein Ernst? Ich habe irgendeinen Plastikschneider für 70 Euro gekauft. Das ist genau das, was mir noch fehlt. Ich brauche diese Plastikdose. Ich habe das Gefühl, ich brauche das. Ich brauche das. Ich muss das haben, weil das macht mein Leben so tausendmal einfacher. Das war schon irgendwie eine Verführung, weil irgendwie ein Bedürfnis quasi geweckt wurde, von dem ich nicht wusste, dass ich das habe. Ein Philosoph, Gernot Böhme, nennt das halt Begehrnis im Vergleich zu Bedürfnis. Also Bedürfnisse sind dann so die Grundbedürfnisse. Ich brauche was zu essen, ich brauche was zu trinken, brauche einen Unterschlupf zum Schlafen, Wärme, Zuneigung. Und alles, was da drüber geordnet ist, sind Begehrnisse. Das heißt, das sind Bedürfnisse, die einmal initiiert wurden und dann musst du sie immer wieder steigern. Ja, du brauchst ein iPhone, das erste iPhone, denkst, oh, ist ganz geil, funktioniert gut, dann kommt ein neues raus, oh, ich brauche das nächste iPhone. Gibt es denn Verführung nur im Kapitalismus? Ich meine, im Kommunismus muss ich nicht irgendwie zu einem Auto verführt werden, weil es nicht in Konkurrenz zu tausend anderen Autos steht. Gibt halt nur das. Ja, es ist halt Planwirtschaft, das, also der Vorläufer zumindest. Also das heißt, da wird natürlich ganz klar zugeteilt, wer was bekommt. Aber unsere Gesellschaft, die liberale Gesellschaft mit dem liberalen Markt, basiert ja darauf, dass wir halt auch bestimmte Dienstleistungen und Produkte konsumieren, weil das natürlich auch unseren Wohlstand sichert. Also letztlich ist es auch notwendig, gewisse Waren halt eben zu kaufen, weil es unser aller Wohlstand natürlich weiter irgendwie aufrechterhält. Hartmut Rosa nennt das dynamische Stabilisierung. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, deinen Stand, also deinen Wohlstand zu halten, indem du immer mehr konsumierst. Du musst immer noch mal eine Schippe draufgepackt werden, immer noch mal gesteigert werden. Wie wichtig ist Charisma oder Rhetorik oder einfach, wie man etwas sagt, wie jemand aussieht, wie jemand wirkt für Verführung? Ich glaube, sehr, sehr wichtig. Dieses ganze rhetorische Moment wird aber in der Philosophie auch immer als eher etwas Negatives dargestellt. Also Platon sagt zum Beispiel, mit der Rhetorik, da geht es nicht wirklich um Wahrheitsfindung. Und die sogenannten Sophisten sind diejenigen, die halt eben nur versuchen, durch Überzeugungskunst, Rhetorik, Leute dazu bewegen, etwas zu machen, was sie eigentlich nicht wollen. Und er sagt, bei der Philosophie muss es darum gehen, halt eben Wahrheit herauszufinden, der Wahrheit auf der Spur zu sein und nicht einfach nur zu überzeugen, weil du jetzt irgendjemanden Willen aufzwingen willst. Kann ich lernen zu verführen? Ich glaube sehr wohl, dass alles erlernbar ist. In der Antike gab es sogar schon Bücher, die sich damit beschäftigt haben. Ovid hat zum Beispiel die Ars Amatoria geschrieben, wo es so darum geht, wie können Männer Frauen verführen und umgekehrt. Immerhin und umgekehrt. Ja, und umgekehrt, auf jeden Fall. Aber natürlich sind da auch noch so relativ festgefahrene Rollenmuster drin. Ne? Also die Frau als diejenige, die so ein bisschen zurückgezogener ist und schamhafter und dann immer so kokettiert, immer so ein bisschen zurückweicht. Und auch noch hier bei Rousseau zum Beispiel, der halt eben auch sagt, die Frau ist halt diejenige, die kokettiert und nur darauf wartet, dass der Mann auf sie zugeht. Und wenn da aber die Rollen mal umgedreht werden, wenn jetzt die Frau diejenige ist, die Männer verschlingt, dann reißt das halt eben die Bande der Natur ein. Die Bande der Natur. Ja, hat sich dann in den letzten Jahren auch durch MeToo irgendwas geändert in diesen verfestigten Rollenbildern, die wir so haben? Auf jeden Fall. Aber ich meine, da bei dieser ganzen Debatte war ja der Auslöser, dass da so ein Typ in der Mitte steht und der ist der Gatekeeper. Und er sagt, okay, wenn du jetzt hier da in die Position willst und die Rolle haben willst, tja, dann musst du vielleicht einen Umweg nehmen. So, ja. Ne? Also da, das ist so ein psychologischer Zwang, der noch ausgeübt wurde. Und da geht es halt nicht um Verführung in dem Sinn, das scheint mir eher sowas wie gefügig machen durch psychologische Zwänge. Verführung ist halt letztlich auch immer so ein Spiel, was zwischen zwei Personen und manchmal auch mehreren Personen dann irgendwie stattfindet. Und wo du erstmal auch so dich gewissermaßen annäherst und der andere reagiert darauf. Genau, es ist so ein langsames Heranwagen und Antasten und Reagieren aufeinander. Das heißt, ich würde sagen, in der erotischen Verführung ist es halt immer ein Wechselspiel. Wenn es einseitig wird, dann trifft es halt eben in Gewalt ab. Ja. Also Gewalt ist oder so, ja. Ja, genau. Also Gewalt ist ja dann letztlich, wenn ich nicht respektiere, dass du auch Nein sagst. Egal, ob das jetzt irgendwie verbal artikulierst oder ob deine Körperhaltung oder Gestik halt irgendwie ablehnend ist. Und jetzt irgendwie in Zeiten von irgendwie Digitalisierung und Tinder und Gay Romeo und sowas, ist es ja alles so ein bisschen brachialer geworden. Gibt es dieses Verführungsmoment überhaupt noch? Ja, brachialer zum einen, weil man natürlich schneller irgendwie so zum Punkt kommt, aber aufgrund der technischen Voraussetzungen. Also Byung-Chul Han nennt das dann in der Transparenzgesellschaft dann eine, nicht Verführung, sondern Verfahren. Aufgrund von algorithmischer Möglichkeiten und alles ist quantifizierbar, zack, schnell, du weißt schon, wo es hingeht. Ja, du weißt ja auch die Bereitschaft schon. Ich glaube, das macht halt so ein bisschen dieses erotische Spiel oder die erotische Verführung auch kaputt, indem man von vornherein schon mal klar ist, wo es dann hingeht. Und ich meine, Verführung, da geht es ja auch so ein bisschen darum, sich mit dem Unbekannten auseinanderzusetzen, mit dem Rätselhaften, mit dem Dunklen. Ich weiß nicht genau, kriege ich jetzt hier irgendwie eine Abfuhr oder komme ich jetzt an? Ich meine, das macht ja gerade das Verlangen dann auch aus.
gebe dir bei allem recht. Das solltest du nicht tun. Immer hinterfragen. Immer hinterfragen. Ja. Dann gebe ich dir damit jetzt nicht recht und hinterfrage nicht. Bis bald. Tschüss.